Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Mittlerweile ist es ja schon eine ganze Weile her, dass ich mal wieder einen gemacht habe. Ich denke so circa 2 Monate, wenn nicht sogar 3 mittlerweile. Genau. Es ist jetzt gute 2 Monate her, dass ich einen Vlog gemacht habe und mittlerweile sind wir sogar schon in der besinnlichen Adventszeit. Ich wünsche euch allen nochmal nachträglich einen wunderschönen zweiten Advent. Aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem eine wunderschöne Adventszeit und habt hoffentlich auch noch eine. Ich habe jetzt endlich mal wieder eine Woche Urlaub und kann deswegen ein bisschen mehr machen auf meinem Kanal. Und was das genau wird, werde ich euch jetzt so nach und nach auf jeden Fall noch erzählen. Das erste Thema, das ich gerne ansprechen wollte, war ein Thema, das auf meinem Kanal mittlerweile relativ wichtig geworden ist. Wer meine letzten Videos verfolgt hat, wird wahrscheinlich auch das Harry Potter Fanstuff Video gesehen haben, was ich euch hier oben, nein, da oben gerne auch nochmal mit diesem kleinen i verlinken werde. Das könnt ihr euch dann gerne nochmal anschauen. Es ist ein relativ langes Video von einer halben Stunde, in dem ich Merchandise auspacke, das ich mir von Harry Potter und so weiter bestellt habe. Das Ganze basiert darauf, dass ich im Februar einen relativ für mich persönlich wichtigen Termin haben werde, nämlich werde ich mir mein erstes Tattoo stechen lassen, das mit Harry Potter zu tun hat. Natürlich werdet ihr das Ganze dann auch mitbekommen, aber dazu auf jeden Fall später noch. Später heißt dann, wenn es soweit ist. Und das ist aber mit der Grund, warum Harry Potter momentan so ein großes Thema bei mir ist. Wen das Ganze nerven sollte, tja, tut mir leid, ich bin nun mal im Moment so ein bisschen obsessed, ein bisschen gehypt. Und deshalb diese ganzen Harry Potter Videos. Dementsprechend mache ich natürlich auch mit dem Harry Potter Let's Play momentan sehr aktiv weiter. Und was es noch geben wird, ist ein ganz besonderes Video, das mit diesen Dingern hier zu tun haben wird. Den Bertie Bott's Bohnen würdest du bitte fokussieren. Dankeschön. Hallo. Egal, ihr seht's ja. Bertie Bott's Bohnen in sämtlichen Geschmacksrichtungen. Naja, sämtlichen. Also es sind lange nicht so viele wie bei Harry Potter selbst. Man wird es wahrscheinlich nicht lesen können, weil meine scheiß Webcam nicht fokussieren möchte. Hallo. Egal. Jedenfalls werdet ihr dann ein Video zu diesen Bertie Bott's Bohnen sehen. Das Problem ist nur leider, ich kann keine Challenge draus machen, weil ich keinen gefunden habe, der mit mir zusammen diese Bohnen probieren möchte. Ich bin umgeben von Feiglingen. Na gut. Jedenfalls wird das ein Video sein, das es demnächst geben wird. Es wird so eine Art Vlog sein, denke ich mal, wo ich diese Bohnen dann tatsächlich probieren werde. Und ich habe mir auch schon überlegt, wie das Video dann aussehen wird. Das wird auf jeden Fall dann demnächst kommen. Was es noch zu Harry Potter anzusprechen gäbe, wäre vielleicht Pottermore. Denn wie ihr vielleicht gemerkt habt, ist seit 2 Monaten kein Pottermore-Video mehr rausgekommen. Das liegt daran, dass sich die Seite wahnsinnig verändert hat. Ich werde dazu noch ein abschließendes Video hochladen, denn ich wollte eigentlich weitermachen, nachdem sich die Seite verändert hat. Ich hatte nicht gewusst, dass es sich so sehr verändern würde und wollte deshalb nach der Veränderung dann ein Video machen, wo ich euch das Ganze präsentiere. Dieses Video ist auch entstanden. Ich kam nur bis jetzt nicht dazu, es hochzuladen. Das wird auf jeden Fall diese Woche auch noch passieren. Das heißt, ihr werdet wissen, warum es mit Pottermore so nicht mehr weiterging und warum es jetzt leider auch nicht mehr weitergehen kann. Also Pottermore wird jetzt noch ein einziges Video bekommen und danach wird es leider auch vorbei sein damit. Aber ihr werdet in dem Video sehen, warum ich da jetzt kein Let's Play mehr weiterführen konnte. Was ich persönlich sehr schade fand, aber es ist nun mal leider so, es ist jetzt nicht mehr weiterzuführen. Ihr werdet sehen, warum. So, um mal ein bisschen von dem Harry Potter-Thema wegzukommen. Neue Themen, und zwar 2 Monitore. Ihr seht das jetzt nicht, aber ich kann euch das gerne mal ganz kurz in einem Video zeigen. So, hier seht ihr jetzt quasi meinen neuen Arbeitsbereich mit den besagten 2 Monitoren. Ich kann das hier mal ein bisschen richten. Ja, hier haben wir weiterhin mein Mikro. Erster Monitor, zweiter Monitor, Webcam ist da oben. Das Ganze ein bisschen aufgepeppt mit LED-Lichtern, die ich da hinten angebracht habe. Und hier an der Seite. Da. Ja, und das mein neuer Workplace, Workstation à la Jericho. Ihr seht, ich habe jetzt endlich 2 Monitore und kann deshalb auch ordentlich streamen. Das heißt, ich kann mir auf der einen Seite meinen Stream mehr oder weniger anschauen und kann den Chat verfolgen und kann auf der anderen Seite das Spiel spielen. Das heißt, es ist viel, viel einfacher für mich zu streamen und deshalb wird es demnächst auch mehrere Streams geben. Ich habe vor kurzem bereits einen Neverwinter-Stream angesetzt, um mal zu testen, ob das Ganze auch wirklich so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Es hat sehr, sehr gut funktioniert und das heißt, es wird demnächst Neverwinter, Minecraft und hoffentlich auch Thief-Streams wieder geben. Dieses wundervolle Wort. Ja, mit Thief muss ich nur gucken. Thief? Muss ich nur gucken, ob das Ganze so klappt, weil das Spiel stürzt mir ja leider immer wieder ab.
Vielleicht muss ich es auch noch mal ganz neu installieren. Ich hoffe es aber nicht. Muss ich mal gucken. Jedenfalls wird es diese Woche mehrere Streams geben. Angekündigt immer auf meiner Facebook-Seite. Also schaut auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung. Da findet ihr auch meine Facebook-Seite. Auf Twitter bin ich leider nicht so aktiv. Da werde ich auf jeden Fall immer ankündigen, wann die Streams sind und wann sie starten. Und werde auch da den Twitch-Link mal nochmal reinpacken, den ihr aber auch hier unten in der Videobeschreibung finden werdet. Kurz zu den laufenden Projekten momentan. Das sind nicht so furchtbar viele. Obwohl doch, es sind eigentlich schon ziemlich viele. Es sind 4, also Thief Gold, also The Dark Project wird auf jeden Fall momentan weitergeführt. Dann Harry Potter und der Feuerkelch natürlich. Wenn ich damit fertig bin, wird es natürlich direkt mit dem Orden des Phönix weitergehen. Das ist nun mal eine Reihe, die ich momentan wirklich wahnsinnig liebe und die auch definitiv weitergehen wird bis zum Schluss, bis zum bitteren Ende. Thief, The Dark Project, Harry Potter und der Feuerkelch, Perfect World Eclipse natürlich. Ich glaube aber, es gab auch schon wieder ein Update. Ich muss da mal wieder langsam reingucken. Auf jeden Fall, Perfect World wird es auf meinem Kanal immer geben. Dungeons and Dragons Neverwinter, natürlich auch ein Projekt, das momentan viel Aufmerksamkeit von mir bekommt und natürlich dann auch mit den Streams weitergehen wird. Und Pottermore ist offiziell ja noch ein laufendes Projekt, bis ich jetzt tatsächlich dann das letzte Video hochgeladen habe. Dann wird es natürlich vorbei sein, aber im Moment ist es halt einfach noch ein laufendes Projekt. Diese 4 sind dann also jetzt meine laufenden Projekte. Alles andere ist entweder beendet oder pausiert, je nachdem, was ich denn zu der Playlist dazu geschrieben habe. Ihr werdet diese laufenden Projekte jetzt doch immer auf meiner Kanalbeschreibung finden. Ich habe da jetzt immer dann ganz aktuell aufgelistet, was meine laufenden Projekte sind und was nicht. Also wenn ihr euch nicht sicher seid, was jetzt so für Videos noch kommen von mir, schaut auf jeden Fall mal in die Kanalbeschreibung rein. Da werdet ihr das auf jeden Fall alles finden. Und was ich zum Schluss auf jeden Fall noch ansprechen wollte, ist die Tatsache, dass ich die 150 Abonnenten geknackt habe. Vielen, vielen Dank dafür. Ich habe jetzt 153 Abonnenten aktuell und ich bin wahnsinnig glücklich damit. Ich finde es toll. Es ist vielleicht für manche nicht wirklich viel, aber für mich persönlich ist es echt wahnsinnig viel. Auf den Videos sind leider immer noch so knapp 20 bis 30 Aufrufe immer nur, aber ich finde es trotzdem genial, dass ich jetzt mittlerweile über 150 Abonnenten habe. Ich werde dazu kein Special machen, weil ich denke, das ist einfach überflüssig. Ich werde vielleicht, wenn ich irgendwann in ganz, ganz weiter Zukunft mal die 200 Abonnenten erreichen sollte, dann werde ich nochmal ein Special raushauen, aber ich denke mal, das wird noch eine Weile dauern. Auf jeden Fall bedanke ich mich schon mal sehr, sehr für die 150 Abonnenten. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, als ich es dann endlich geschafft hatte. Und ich bin auch sehr, sehr froh, dass ihr mir weiter treu bleibt und dass ihr meine Videos mögt. Und lasst mir gerne immer in den Kommentaren eure Meinung da, falls ich irgendwas verbessern kann, falls ihr irgendwas an meinen Videos nicht mögt oder irgendwas anregen wollt, dann schreibt mir das auf jeden Fall unten in die Kommentare. Ich werde auf jeden Fall auch darauf reagieren. So viel zu meinem nächsten Vlog. Dieses Mal sind es tatsächlich nur 9 Minuten. Ich bin begeistert. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das waren jetzt ziemlich viele Infos auf einen Haufen gepackt und ziemlich schnell abgerattert, aber ich bin wenigstens nicht so oft abgeschwiffen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen und ich wünsche euch noch, wie gesagt, eine besinnliche Adventszeit. Wir werden uns bestimmt vorher nochmal sehen. Bis dahin. Ciao. Aber angekündigt immer auf meiner Pottermore-Seite, wollte ich gerade sagen. Gott, Harry Potter ist in meinem Kopf so verankert.